Moin, meine lieben Bitcoin-Freunde, L7 Dex, wir cashen aus. Heute wollen wir das mal live machen. Ich habe nämlich festgestellt, dass es doch den einen oder anderen gibt, der da so ein bisschen Probleme hat, die noch nicht so lange in diesem DeFi-Space unterwegs sind. Und deswegen wollen wir heute einfach mal live, oder ich mache das live hier jetzt, dass wir die LUSD Staking Rewards, ne, die Staking Rewards bei L7 Dex bekommen wir ja im hauseigenen Stablecoin, LUSD. Den wollen wir jetzt einmal tauschen gegen USD Tether und anschließend holen wir uns die USD Tether von der L7 Dex runter in unser Wallet. Also los geht's, ab auf den Bildschirm. So, wir sind jetzt auf der Seite L7 Dex. Hier oben sieht man die MetaMask, also die Seite ist bereits mit meinem Wallet, mit meiner MetaMask verbunden. Und wir gehen jetzt mal rein in die Seite und klicken dazu erstmal auf Launch App. Das kennt ihr ja schon. Jetzt müssen wir einmal das Ganze in der MetaMask bestätigen, unterschreiben. Und jetzt sind wir auf der Startseite. So, jetzt gehen wir schauen nochmal vorher ganz kurz rein. Damit wir es richtig berechnen können, ich habe hier aktuell USD Tether 894,39 USD Tether drinne. So, und was du als erstes machen musst, du gehst jetzt auf My Assets und wir sehen hier, ich habe Staking Rewards LUSD 67,368. Die tauschen wir jetzt einmal und klicken hier auf Exchange und sagen Max. Jetzt können wir noch mal das Ganze kontrollieren. Wir sagen 67,368 minus 5% Umtauschgebühren müssten rauskommen 63,995. Okay, mein Taschenrechner sagt mir 9,9996, aber egal. So, das sind unsere Staking Rewards. Die tauschen wir jetzt um in Tether. Ja, 67,368 LUSD abzüglich 5% Umtauschgebühren macht 63,9995. Du klickst jetzt auf Exchange. Successful Exchange. So, jetzt haben wir das Ganze getauscht. Jetzt klicken wir hier nochmal auf My Assets drauf. Jetzt haben wir hier die 65,1131, also die mit dem kleinen Guthaben, was ich vorher schon hatte. Und jetzt wollen wir einfach mal 65. Exakt 65 USD Tether rausziehen und sagen, wir claimen einmal diese 65. 65 wollen wir claimen. So, jetzt müssen wir einen Moment warten. Also ich müsste jetzt theoretisch bekommen 894 plus 65. Ich müsste jetzt also gleich in meiner Wallet haben 959 Euro. Quatsch, USD Tether. Ja, das kann jetzt einen Moment dauern. Manchmal geht es innerhalb weniger Sekunden, Minuten. Aber ich habe auch schon beim letzten Mal erlebt, da habe ich das abends gegen 20:30 Uhr gemacht. Da hat es, glaube ich, 2 Stunden gedauert. Also je nachdem, was auf der Blockchain los ist. Ich glaube, da sind die Asiaten irgendwie ganz groß. Also ganz kurz, es ist jetzt 8:34 Uhr. Sieht man hier oben. Wir warten jetzt kurz und sobald das Geld in meiner Wallet angekommen ist, bin ich wieder für euch da. So, es ist immer noch 8:34 Uhr, die Minute ist noch nicht rum und wir haben jetzt hier 958 USD Tether. Das heißt also 959 sollte ich eigentlich haben. Ich habe jetzt 958, ja, ich vermute mal, also ich habe ein paar Cent verloren. Ich vermute mal, dass es jetzt an den Gebühren liegt, an der Binance Smart Chain, die Chain mir hier an Gebühren abzieht. Auf jeden Fall, wie gesagt, es hat geklappt innerhalb von einer Minute. Ist das Geld da? Kleiner Erfahrungswert von mir. Wie gesagt, ich habe es vor 3 Tagen gemacht, vor 2 Tagen, vor 3 Tagen, ist auch egal. Da habe ich das abends gemacht gegen 20:30 Uhr. Da hat es original, ich glaube, 2 Stunden gedauert, bis die USD Tether auf meiner Wallet aufgeschlagen sind. Und die Erfahrung ist, wenn man es morgens macht, geht es relativ zügig innerhalb von 1, 2 Minuten. Wie gesagt, jetzt haben wir gerade gesehen, das hat nur, sagen wir, 30, 45 Sekunden gedauert. Und das Geld ist da. So, ich komme noch mal ganz kurz zurück auf den Bildschirm. So, du hast gesehen, geht relativ einfach, relativ easy. Also MetaMask öffnen oder Trust Wallet, je nachdem, was du verwendest. In die Seite reingehen, unterschreiben, My Assets gehen, LUSD tauschen, Exchange gegen USD Tether, anschließend auf Claim drücken.
Wie gesagt, je nachdem, wie die Blockchain ausgelastet ist, kann es in 30 Sekunden durch sein, kann aber auch, wie gesagt, auch schon 2 Stunden dauern, habe ich ja auch schon erlebt. Ja, ich hoffe, dir hat das kurze Tutorial gefallen. Lass mir gerne ein Like, abonniere den Kanal. Ich werde noch mehr Videos machen zu dem Thema L7 DEX, auch was das Automatic Staking, LUS, also LUSD Staking etc. betrifft. Ich habe vor, heute ist der 31.8. ein NFT. Ich habe ja mehrere NFTs mittlerweile gekauft. Ein NFT einfach mal ins Automatic Staking zu geben, um meine Erträge nochmal zu hebeln. Und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Also macht es gut, alexbitcoinfreunde.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.